Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. 10 Jahre waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Traumpaar der Schlagerbranche. Vor gut einem Jahr, im Winter 2018, war dann alles aus. In den vielen Jahren ihrer Beziehung wurde aus Helene, dem blutjungen Gesangssternchen, die sexy Schlager-Queen. Helene Fischer, 35, wurde an der Seite ihres Langzeitfreundes, dem Moderator Florian Silbereisen, 38, vom jungen Nachwuchsgesangstalent zu einer der schönsten und erfolgreichsten Frauen der deutschen Musikwelt. Helene Fischer wurde musikalisches Idol und Sexsymbol. Das unschuldige, schüchterne Auftreten wich einer Erscheinung, die einen sofort in den Bann zog. Heute begeistert Helene mit einem beneidenswert gestellten Traumbody, aufreizenden Bühnenoutfits und eben solchen Shows. Ein Jahr ist es schon her, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen nach 10 Jahren Liebe ihre Trennung bekannt gaben. Während Florian seitdem als Single durchs Leben zieht, offenbarte Helene schon mit Verkündung der Trennung, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt, Tänzer Thomas Sittell, 34. Die Ex-Partner sind auch heute noch befreundet, verlieren kein böses Wort übereinander, stehen in regelmäßigem Kontakt. Sogar Ex-Florian und Fischers Neuer sollen sich gut verstehen, wie Tanja May, stellvertretende bunte Chefredakteurin, uns verriet. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.